Hallo meine liebe Freunde, ich habe beendet Hayward und ich will zeigen, wie ich habe gestrickt diese Hayward. Ich werde stricken ab erste bis letzte Masche mit euch zusammen. Das ist wunderschöne Hayward. Gehen wir jetzt zum Tisch. Meine Hayward, ich habe gestrickt mit solche interessante Wolle, Kekball, und ich zeige alles weiter so in meinem Video. Sie können weiter einfach anschauen und sehen, wie ich habe angefangen, diese Hayward, und wie ich stricke weiter so alles. Und ich zeige auch, wie ich stricke Raglan-Linie, was wir müssen tun. So, ich erzähle alles in meinem Video. Schauen Sie einfach weiter dieses Video und stricken Sie mit Freude zusammen mit mir solche interessante Modelle, weil auch diese Modelle ist einfach ein Trend dieses Jahr mit verschiedenen Farben. So wie ich habe gesagt, ja, das ist Kekball. Und dort geht von einer Farbe bis Ende verschiedene Farbe. Ich muss nur sagen, dass diese Kekball war 200 Gramm und ich habe gebraucht für meine große Ärm 250. Ich habe dann am Ende einfach genommen andere Farbe. Ich habe genommen diese rosa von Alize, und dann habe ich noch gestrickt 10 cm. Das passt meine Länge, solche wie ich wollte. So, ich habe gebraucht dann 250 Gramm für diese Hayward. Schauen Sie einfach weiter mein Video. Meine liebe Freunde, ich bin sicher, dass Sie haben gesehen, solche große Kekball, und sie haben dann Fragen, was stricken von solche, was besser zum Stricken. Ja, das gibt auch Tuch kann man stricken und so weiter, aber welche große Teil, zum Beispiel wie Cardigan, kann man nicht stricken, weil das wird nicht schön. Okay, wie stricken Hayward? Das ist, schauen Sie, Farbe, Farbverlaufsgarn, Cake. Ich habe heute gekauft in Teddy. Bei Teddy. Weil bei uns ist schon geöffnet, ja, Teddy war. Und ich habe gekauft. Das ist nur 5 Euro, 4,99 Euro. Und wir stricken heute zusammen diese Hayward. Hayward auch, man strickt mit Raglan, aber das ist besondere Raglan. Und ich muss alles erzählen und ich würde alles zeigen, jeden Schritt, dass Sie können auch stricken zusammen mit mir. Wir stricken für große S und M, und auch Sie können stricken für L und XL. So, wir brauchen 120 Maschen plus eine, dass wir machen Kreis. Und wie wir teilen diese Maschen, das würde ich auch zeigen. So, 2, 2, 2, 2, das ist Raglanlinie, 7, 7 ist unsere Ärmel. Und hier ist 49 minus 2, 47. Und hier 49 plus 2, 51. So. Und hier 3 und hier 4, 3 und 4. So, schauen Sie. Wir haben 121 Maschen, machen wir Kreis und stricken
mit 120 Maschen danach. Wir stricken, so wie ich habe gestrickt, vier Runde mit Rippenmuster 1 zu 1. Ich habe Rippenmuster 1 zu 1 hier gestrickt. Und was ist wichtig? Sie nehmen bitte kleine Stricknadel. Ich habe hier 2,5. So, wenn Sie haben XL und L, Sie brauchen 140 Maschen plus eine. Okay? Und dann Sie haben Ärmel, Sie haben 10, 10 und Rest Sie teilen mit Vorderteil und Rückenteil. So 100 Maschen, Sie teilen hier 50 und 50 und dann 50 minus 2, Sie haben 48 und hier Sie haben 52. Okay? Ist ganz einfach und plus Ihre Raglanlinie. So ist nicht. Ach no. Ich habe 140 gesagt. Ja, 140, ja, genau. Das muss man dann, ich muss dann einfach rechnen auch, dass Sie sehen. Plus eine. Dann schauen wir hier 2, 2, 2, 2. Hier 10. 10 oder 10, ja, 10, 10. Dann. Ich habe alles gerechnet, das ist richtig so. Jetzt ist ganz richtig, ich habe alles gerechnet. Für L und XL, Sie brauchen 140 plus eine zum Kreis, ja? So, alles ist hier geschrieben. Was Sie haben für Details, was Sie haben für Ärmel. Das ist S und M. Wir stricken S und M. Sie stricken zum Beispiel L und XL. Sie brauchen diese Zahl von Maschen. Und wir stricken mit kleiner Stricknadel. Wir stricken mit Nummer 2. Erste unsere vier Runde. Bei beide Größe, egal SM oder LXL. Okay? Wir haben nur verschiedene Zahl mit Maschen. Und jetzt, wenn ich habe schon vier Runde gestrickt. Jetzt wir teilen unsere Maschen und holen andere Stricknadel. Ich habe jetzt 3,5. Meine Stricknadel ist 3,5. So. 3,5. Kann zeigen auch. So, bitte. 3,5. So. Anfangen, einfach teilen unsere Maschen. Wir brauchen Marker und machen wir dann zusammen. So, von Anfang. Wir brauchen zwei Maschen. Das ist unsere Raglanlinie. Zwei Maschen Raglanlinie. Wir stricken jetzt nur rechte Maschen. Zwei Maschen Raglanlinie. 47 unsere Rückenteil. Stricken Sie alleine. 2 und 2. 47 Maschen. Jetzt wieder Marker. 2 Maschen Raglanlinie. 7 Maschen Ärmel. 7 Maschen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Wieder Marker. 2 Maschen Raglanlinie. Wieder Marker. 1 Maschen bitte. 51 unsere Vorderteil. Raglanlinie, Marker, Raglanlinie, 2 Maschen und Marker und letzte
unsere sieben Maschen für Ärmel. Sieben Maschen für Ärmel. So, wir haben schon alle Maschen eingeteilt und wir haben auch andere Stricknadel. So, das ist unser Anfang. Ich mache immer rot. Schauen Sie, wunderbar. So, meine Liebe, und jetzt, was wir müssen machen? Ja, wie immer, Differenz zwischen. Sie wissen, wir stricken Differenz zwischen Vorderteil und Rückenteil. Wir stricken das zusammen. Ja, ich habe Differenz gemalt bei S und M. Wir holen erstmal drei Maschen, dann andere Seite drei Maschen, dann vier Maschen, dann wieder vier Maschen. Ja, von anderer Seite. Bei L und XL, ich habe zwei mal 5 und 5. Ja, so schauen Sie, was wir machen jetzt. Ja, okay. Meine rote Marke. Und jetzt stricken wir einfach, wir stricken ganze Rückenteil wir stricken und dann treffen uns neben Raglan Linie. Wir treffen uns hier bei Raglan Linie. Okay? Wir sind an rechter Seite bei Raglan Linie. Wir stricken Raglan Linie mit rechter Maschen. So. Und holen drei Maschen bei unsere Ärmel. Nur drei Maschen. Schauen Sie, eine, zweite und dritte und drehen unsere Arbeit um an linke Seite. Wir sind an linke Seite. Erste Masche. Wir stricken nicht, anziehen zusammen mit Faden und ziehen Faden zum Hinten. Und dann stricken wir zwei linke Maschen. Raglanlinie machen wir. Umschlag, stricken Raglanlinie, wieder Umschlag und stricken Rückenteil, ganze Rückenteil bis nächste Raglanlinie. Wir kommen zum Raglanlinie. Wir sind jetzt da, neben dieser Raglanlinie. Wir machen neben Raglanlinie Umschläge. So. Umschlag von einer Seite. Stricken Raglanlinie. Machen wir Umschlag. Und von anderen Ärmel. Wir holen nur drei Maschen. Wir stricken drei Maschen. Ein, zwei, drei. Drehen unsere Arbeit um. Und stricken an rechte Seite wieder. Wir stricken zurück. Wir stricken alle Rückenteil bis Raglanlinie. Und diese drei Maschen, was wir haben, jetzt gestrickt. Okay? So, wir stricken bis Raglanlinie. Erste Masche, schauen Sie, zusammen mit Faden anziehen und ziehen sehr gut so hinten und stricken diese zwei Maschen und wir haben Umschlag für schränke Masche stricken wir. Dann Raglanlinie und wieder Umschlag stricken wir auch als verschränke Masche und jetzt stricken wir ganze Maschen von Rückenteil. Wir kommen zum Raglanlinie. Wieder, wir haben Umschläge wie Stricken, verschränke Masche, dann Raglanlinie. Wieder Umschlag stricken wir als verschränke Masche und stricken wir unsere drei Maschen, was wir haben schon gestrickt. Und dritte Masche ist wie doppelte Masche. Stricken wir von dieser Seite.
Und jetzt wiederholen vier Maschen. Wir haben den Rest von unseren Ärmel. Vier Maschen. So, ein, zwei, drei, vier. Ja? Drehen unsere Arbeit um. Wir sind an linker Seite. Erste Masche strickt man nicht. Ziehen, wir bekommen doppelte Masche. Und strickt man dann bis Raglanlinie. Mach mal Umschlag. Strickt man Raglanlinie. Nach Raglanlinie wieder Umschlag. Und stricken ganze Maschen von unserem Rückenteil bis nächste Raglanlinie und nächste Ärmel. Wir sind neben andere Ärmel. Schauen Sie, neben Raglanlinie. Machen wir Umschlag, stricken wir Raglanlinie. Umschlag und stricken Maschen von unseren Ärmeln. Ja, doppelte Masche, wir stricken auch als linke Masche und wir haben unsere letzte vier Maschen in diese Ärmel. Ja, in zweite Ärmel stricken wir diese vier Maschen und drehen unsere Arbeit um. So, und jetzt stricken wir, erste Masche stricken wir nicht. Und stricken wir alle Maschen bis nächste Ärmel. Raglanlinie, Umschlag, verschränke Masche. Vergesse nicht. Raglanlinie, wieder verschränke Masche. Und alle Maschen von Rückenteil stricken wir und treffen uns dann. Wir sind neben zweite Ärmel, wieder Raglanlinie, wir stricken verschränkte Masche, unsere Umschlag, dann Raglanlinie als rechte zwei Maschen, dann Umschlag wieder als verschränkte Masche stricken wir und ganze Ärmel stricken wir bis Ende, ja? Schauen Sie. So. Und jetzt ich erzähle weiter, was wir machen. Bei Hayward, wir müssen einfach teilen unsere Vorderteil. So, schauen Sie, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Schauen Sie, Vorderteil, wir haben 51 Maschen, ja? Bei Vorderteil, wir haben 51 Maschen. Wir stricken S und M. Wenn Sie stricken L und XL, Sie haben 58 Maschen. Wir teilen mit 3. 51 Maschen, wir teilen mit 3. Und wir bekommen mittlere 21 Maschen und wir bekommen dann 3 auch zwei Teile mit Maschen, ja? Was wir machen? Wir stricken dann einfach unsere Vorderteil auch mit kurzer Reihe und holen nur 5 Maschen, 5 Maschen, 5 Maschen von dieser Seite auch. Wir bekommen dann hier zusammen ist 30 Maschen und 21 ist unsere Mitte. Mitte niemals wie stricken, niemals. Wenn wir wollen, haben schöner Halsausschnitt. Okay? Immer. Immer denken Sie so. Bei diese 58 Maschen machen Sie gleiche. Einfach hier lassen Sie mehrere Maschen in der Mitte und
Von beider Seite haben sie auch 5, 5, 5. Es bedeutet 30 Maschen, ja, zusammen. Okay? Und hier, sie haben 28 dann. So, jetzt wir stricken und machen mit kurzer Reihe unsere Vorderteil. So man strickt Hayward. Schauen Sie, wir kommen zum unsere Vorderteil. Vorderteil ist da. Das ist unsere Raglan-Linie. Was wir machen? Einfach stricken Raglan-Linie. Aber wenn wir stricken jetzt Raglan-Linie, wir bekommen hier dann ein Loch. Drum wir holen von untere Reihe einfach eine Masche und stricken zwei zusammen Maschen von unserer Raglan-Linie. Ja, haben Sie gesehen? So. Und Vorderteil holen nur 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Drehen unsere Arbeit um und stricken an linke Seite und machen neben. Schauen Sie, erste Masche, wir stricken nicht. Sehen, wir bekommen wir 2 Maschen und stricken bis Raglan-Linie. Machen wir Umschlag, stricken wir Raglan-Linie. Neben jeder Raglan-Linie, wir machen Umschläge. Zweiter Umschlag und stricken Ärmel. Stricken alle Maschen von Ärmel, okay? Und dann neben Raglan-Linie machen wir wieder Umschläge, dann stricken ganze Rückenteil, dann wieder neben Raglan-Linie machen wir Umschläge, dann stricken unsere Ärmel und neben dieser Raglan-Linie, welche ist neben unsere Vorderteil, wir treffen uns. Wir treffen uns neben zweite Seite. Wir sind immer noch an linke Seite, neben Raglan-Linie, neben zweite Ärmel. Machen wir Umschlag, stricken wir Raglan-Linie, Umschlag, stricken wir alle Maschen von Ärmel, alle Maschen von Ärmel, welche wir haben. Doppelte Masche, was wir hatten auch. Und jetzt wir stricken nächste Raglan-Linie neben Vorderteil. Machen wir Umschlag, wieder holen von unten noch eine Masche, dass wir haben kein Loch und stricken 2 Maschen zusammen unsere Raglan-Linie, so dass wir haben kein Loch hier. Wenn wir stricken einfach weiter Raglan-Linie, wir bekommen dann ein Loch. So, 2 Maschen von Raglan-Linie, Umschlag und 5 Maschen von Vorderteil. Holen 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Drehen unsere Arbeit an rechte Seite. Und stricken alle Maschen, was wir haben. So, hier an unsere Ärmel, Rückenteil, Ärmel und treffen uns wieder. In diese Seite, in andere Seite. Wir treffen uns, wo wir haben von Vorderteil schon 5 Maschen geholt. So, wir sind an zweiter Seite. Und jetzt wir stricken Umschlag, was wir haben. Bevor gemacht, neben Raglan-Linie. Diese 5 Maschen, was wir hatten, schon gestrickt. Erste Mal. Und holen nächste 5 Maschen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Drehen unsere Arbeit um. Und stricken jetzt alle Maschen an linke Seite. So stricken wir diese Maschen, was wir haben von Vorderteil. Dann neben Raglan-Linie machen wir Umschläge von beider Seite. Unsere
Ärmelstrickma, Rückenteil, wieder Nebenraglanlinie, Umschläge, Ärmel und treffen uns neben diese Raglanlinie, wo war 5 Maschen von Vorderteil schon geholt. Wie machen wir dann zusammen an linke Seite? So stricken bitte alleine. Wir stricken 5 Maschen, was wir haben schon hier geholt, und auch diese doppelte Masche. Wir stricken jetzt und holen zweite Gruppe mit 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Drehen unsere Arbeit um. Und jetzt erste Masche stricken wir nicht, wie immer. Mit Faden zusammen anziehen an rechter Seite und ziehen Faden, und wir bekommen wie 2 Maschen, so doppelte Masche, und stricken wir an rechter Seite alle Maschen wieder bis nächste doppelte Masche und holen letzte 5 Maschen, letzte Gruppe mit 5 Maschen, bitte. An Vorderteil. So, hier ist letzte, ist hier ist doppelte Masche, wir stricken und dann holen noch 5 Maschen. Schauen Sie, ich bin neben zweiter Raglan, zweite Ärmel und Raglanlinie, und jetzt ich stricke einfach Maschen von unserer Vorderteil, schaue. Bis doppelte und hole letzte Gruppe mit 5 Maschen. So ist doppelte Masche. Ich stricke diese doppelte Masche und hole noch 5 letzte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und drehe meine Arbeit um und stricke zurück an linke Seite und bei linker Seite, das wird auch letzte 5 Maschen, was wir müssen holen. Und dann wir gehen schon an rechter Seite und stricken einfach an rechter Seite ganze Maschen. Aber jetzt wir sind an linker Seite, machen wir richtig alles, ja? Erste Masche, wir stricken nicht, drehen, wir haben doppelte Masche und stricken bis unsere Raglanlinie. Stricken wir zusammen. Alle Maschen sind linke Maschen. So. Bis Raglanlinie machen wir Umschläge. Erster Umschlag. Stricken wir Raglanlinie. Wieder Umschlag. Alle Maschen von Ärmel stricken bis nächste Raglanlinie. Umschlag neben Raglanlinie, stricken wir Raglanlinie. Umschlag danach. Und alle Maschen von Rückenteil. Alle Maschen von Rückenteil stricken wir. Stricken wir zweite Ärmel. Neben Raglanlinie vergessen nicht Umschläge machen. Hoppala. Raglanlinie, Umschlag und bis doppelte Masche. Wir stricken Vorderteil. Wir haben solche doppelte Masche. Schauen Sie, doppelte Masche hier ist. Wir stricken diese doppelte Masche und stricken noch 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Drehen unsere Arbeit um und jetzt wir stricken alle Maschen, rechte Maschen. Schauen Sie,
Schauen Sie, wir haben jetzt die Strickdifferenz zwischen Rückenteil und Vorderteil. Man sieht sehr gut, ja? Das Rückenteil ist mehr größer und unser Vorderteil ist nicht so groß, ja? Wir stricken jetzt nur an rechter Seite. So, wir stricken jetzt einfach ein Rund und treffen uns danach. Alle Maschen, stricken Sie bitte ein Rund, komplett alle Maschen. Ich stricke einfach alle Maschen von Vorderteil. Hier ist doppelte Masche. Ich stricke diese zwei Maschen und stricke weiter einfach meine 21 Maschen, welche war in der Mitte. Bis Ärmel. Ich stricke und dann ich sage, hier ist auch doppelte Masche. Man sieht sehr gut, ja. So stricke man auch diese zwei Maschen und stricke man weiter. So. Wir kommen zum Ärmel. Zum Raglan-Linie. Okay? Schauen Sie, wir haben alle Maschen schon gestrickt. Ja, Rückenteil ist mehr größer als Vorderteil und schaut sehr schön so. Wenn wir machen richtig, dann schaut super schön so. Jetzt, was wir machen weiter. Bei Hayward, ich würde sagen, bei Raglan zuerst, ja. Bei Raglan normalerweise, wir machen immer jede zweite Runde, wir machen Umschläge neben Raglan-Linie. Bei Hayward, wir machen jede vierte Runde Umschläge neben Raglan-Linie. Jede vierte. Wir stricken drei Runde ohne Umschläge, einfach ohne Zunahme, drei Runde und vierte Runde, dann wir machen Zunahme neben Raglan-Linie von beider Seite, wir machen Zunahme. Und so wir stricken 15 cm. 15 cm und messen Sie bitte nur bei Vorderteil, weil bei Rückenteil natürlich, Sie haben mehr lange Ihre Raglan-Linie. Bei Vorderteil bitte 15 cm lang. Sie stricken so jede vierte Runde. Sie machen Zunahme neben Raglan-Linie. Danach unsere Raglan-Linie, wie ich habe gesagt von Anfang, bei Hayward ist immer lang. Wir haben in diese Hayward für S und M unsere Raglan-Linie. Raglan-Linie wird 33 cm lang. So, bei L und XL, Raglan-Linie, Sie stricken 36, 38 cm. So, okay, Raglan-Linie. Hier ist Raglan-Linie und hier ist Raglan-Linie. So. Halb von Raglan-Linie, wie ich habe gesagt, 15 cm. Sie stricken und machen jede vierte Reihe Zunahme. Dann 18 cm. Jede dritte Reihe, Sie machen auch Zunahme neben Raglan-Linie. Okay? So, jetzt Sie stricken alleine Ihre Raglan-Linie. Und wir treffen uns später. Einfach stricken Sie so, wie ich habe erklärt. Ich habe schon weiter gestrickt. Schauen Sie, meine Raglan-Linie sind schon 32 cm, wie ich brauche. Ja, ich habe 32 geschrieben, ich habe geschrieben 33, aber habe entschieden, 32 ist genug, weil ich habe geschaut und ausprobiert, ist genug. 32. So,
32 cm ist genug. Sie müssen schauen, bei Hayward, wir haben immer sehr in unsere Ärmel. Drum, Sie müssen schauen, dass Sie haben genug Ihre Ärmel, ja? Ich weiß nicht, wie groß Ihr Arm ist oben. Oben ist sehr wichtig, dass Sie haben genug Ihre Maschen, ja? Vielleicht Sie brauchen nicht jede dritte, wann wir machen erstmal, wir machen jede vierte Runde Zunahme und dann wir machen jede dritte Runde Zunahme, so erste 15 Zentimeter, wir machen jede vierte und dann wir machen schon jede dritte. Und was ich wollte sagen, Sie müssen schauen, ob Sie haben genug Ihre Ärmel. Für mich das genug, weil ich mache jetzt noch luftige Maschen zu für Unterärmel und das wird voll genug. Wenn Sie haben nicht genug, dann können Sie auch weiter einfach jede dritte, so wie wir haben von Anfang jede vierte, Sie können auch dann nur 10 cm jede vierte Runde machen und dann Sie machen jede dritte, ja? Dann Sie bekommen mehr Maschen bei Ihre Ärmel. Okay? So, ich habe schon gestrickt. Für mich ist genug. Wir teilen jetzt, schauen Sie, diese wunderschöne Farbe. Ich finde wie Eiscreme. Sehr schön. So, wir teilen jetzt Körperteil von Ärmel. Ja, für das wir brauchen einfach Hilfe, Faden und Raglanlinie. Ich gebe auch zum Ärmel. Ich lasse nicht zum Körperteil. Ich gebe auch zum Ärmel. Und alle Maschen für Ärmel anziehen einfach an Faden. Alle Maschen von Ärmel anziehen mit Faden, ja? Ganz einfach so. Und da muss man auch aufpassen, wir stricken Körperteil nur ein bisschen, paar Runde. Und dann wir gehen zurück zu unseren Ärmeln, dass wir haben richtige Farbe, ja? Dass wir haben nicht einen Verlauf von anderer Farbe, weil jetzt ich habe solche Rose und dann geht mehr Dunkelrose. Und ich will nicht, dass meine Ärmel sind ganz andere. Alles muss korrekt sein. So, alle Maschen sind an Faden. Machen wir zusammen diese Faden. So. Und stricken weiter unsere Körperteil und Unterärmel. Ich mache 5 luftige Maschen. Das ist genug für mich. So. 1, 2, 3. 4, 5 und stricke weiter Rückenteil bis nächste Ärmel und auch dann nächste Ärmel alle Maschen anziehen zusammen mit Raglanlinie. Bei der Raglanlinie gehen zum Ärmel. So stricken Sie bitte Ihre Rückenteil und dann treffen uns. Ich komme zum Raglan-Linie. Wieder, ich brauche Hilfsfaden und mache alle Maschen von Ärmel zusammen mit Raglan-Linie an diese Faden. So.
Alle Maschen unserer Klanlinie, beider Klanlinie. So. Und machen wir zusammen. Und strecken wir weiter unsere Körperteil. Machen wir zuerst luftige Maschen. Unter Ärmel. 1, 2, 3, 4, 5. Gleich wie bei anderen Ärmeln. Wir haben schon gemacht. Und jetzt strecken wir einfach weiter. Ist schon Vorderteil. Alle Maschen. Und kommen zum luftigen Maschen. Ich zeige, wie wir stricken diese luftigen Maschen. Okay. Langsam, wir kommen zum luftigen Maschen unter Ärmel. Schauen Sie, wir stricken einfach diese luftigen Maschen, alle Maschen als rechte Masche. Alle Maschen. So, 3, 4 und 5. Und dann weiter geht Rückenteil. So, schauen Sie unsere Hebel, wie schaut schön aus. Sehr schön. Schauen Sie. Und auch Differenz, wir haben richtig gestreckt. Schöner Halsausschnitt. So, meine Liebe, strecken Sie bitte 5 Runden und wir treffen uns wieder und machen wir dann weiter Ärmel zum ersten und dann strecken wir später schon weiter unsere Körperteil, weil ich will nicht, dass wir haben andere Farbe dann mit Ärmel. Ich will, dass alle Farbe ist gleich. Ich habe gestrickt 3 Runden für Körperteil und jetzt ich schneide einfach Faden und stricke weiter. Schauen Sie, ich schneide Faden und ich stricke jetzt meine Ärmel. Schauen Sie, erste, ich habe andere Stricknadel. Ich muss 3 Maschen anschlagen. 2, 3. So. Und weiter. Ich muss alle Maschen von Faden anziehen. Wieder. Von Faden alle Maschen ich hole zurück. Alle Maschen anziehen. Moment. Alle Maschen, ich habe mit Faden. Und schauen Sie, wo wir haben 3 Maschen angeschlagen, was wir machen, warum wir haben nur 3 Maschen. Wir hatten unter Ärmel 5 Maschen, ja? Von einer Seite, das wird 3 und von anderen 3. Dann, wir haben 6 Maschen. Schauen Sie, wir haben alle Maschen. So, das ist unsere Stricknadel für Körperteil. So, das ist noch Stricknadel, was wir haben, Ärmel. Und jetzt, wir stricken einfach weiter. Wir haben 3 Maschen angeschlagen und stricken wir weiter. Einfach Maschen, Ärmelmaschen. Alle Maschen, so 3 Maschen angeschlagen und weiter einfach stricken. Maschen, welche wir haben von Ärmel. Alle Maschen mit rechter
Masche, wir stricken. So. Und dann diese Stricknadel, wir brauchen auch nicht, weil das war nur unsere Maschen von Ärmel mit dieser Stricknadel. Und stricken wir mit andere Stricknadel, so gleiche wie wir haben, 3,5 für Körperteil. So, alle Maschen stricken wir bis Ende. So, und diese Maschen, wir brauchen diese Stricknadel, wir brauchen nicht. Wir brauchen jetzt noch 3 Maschen für Unterärmel. Ja, machen wir. 1, 2, 3. So, und jetzt wir haben 6 Stück und hier Unterärmel, wir haben 5. Aber eine Masche, das macht nichts. Einfach wie danach, wann wir sind fertig mit Ärmel und dann wie einfach nähen zusammen diese 6 und 5 Maschen unten. Ja, und jetzt wir stricken Ärmel. So, erste Masche, wir stricken auch, weil das ist unsere luftige Masche und stricken wir luftige Maschen auch. So. Und alle Maschen von Ärmel stricken wir. Und ich würde stricken, das ist um meine schon zweite Reihe. Ich stricke noch 2 Reihen und dann ich stricke 2 Reihen mit Rippenmuster 1 zu 1. Meine Ärmel ist schon fertig, schauen Sie. Ich habe schon gestrickt. So. Und jetzt ich mache gleiche mit anderen Ärmel. Schauen Sie, wunderbar. Das alles harmoniert mit Farbe, ist super harmonisch. Und wieder gleiche. Wir müssen anziehen alle Maschen von zweiter Ärmel mit Stricknadel. Und dann machen wir gleiche. Wir stricken diese Ärmel. Und dann stricken wir schon später unsere Körperteil, weil, wie ich habe gesagt, das mit Farbe Verlauf, dass wir bekommen nicht verschiedene Farbe mit Ärmel und das schaut nicht schön, nicht harmonisch, ja? So, alle Maschen von Ärmel habe ich schon. Haben Sie? So, alle Maschen. Aber ich Faden, wir brauchen nicht holen. Dritte schon unsere Stricknadel. Und jetzt wieder machen wir 3 Anschlagen, 3 Maschen und stricken wir weiter Ärmel. Ganze Maschen von Ärmel. Einfach weiter stricken. So, einfach weiter stricken. So, bis Ende. Und am Ende, wir machen auch wie bei anderen Ärmel haben wir gemacht, machen wir 3 luftige Maschen und stricken wir ein paar Reihen hin und her. Dann auch wir stricken Rippenmuster 1 zu 1 und machen wir alle Maschen zu. So, dass unsere beide Ärmel sind mit gleicher Farbe, dass wir haben dann auch bei Körperteil auch gleiche Farbe wie bei Ärmel und das schaut viel besser als zum Beispiel hier ist mehr dunkelrot und dann an Körper wir haben dann rosa, das schaut nicht schön. So, alle Maschen haben wir gestrickt und machen wir 3 luftige Maschen. 1, 2, 3. Und stricken wir jetzt so viel, wie viel Sie haben entschieden für sich. Ja,
ihre Ärmel. So, erste Masche stricken auch. Und alle Maschen von Ärmel stricken wir. Dass wir stricken unsere Ärmel jetzt. So, machen Sie bitte alleine. Wenn Sie sind fertig, abketten Ihre Ärmel, dann bitte ziehen Sie genug Faden, dass Sie haben dann genug Länge zum Nähen. So, fertig. Ich bin fertig. Meine zweite Ärmel ist auch fertig. Schauen Sie. So, wunderbar. Beide Ärmel sind fertig. Muss nur nähen. So, und meine Farblauf. Schauen Sie ganz genau. Ich habe schon andere Farbe bald. Und jetzt, ich würde stricken weiter meine Körperteil. Ich muss einfach weiter stricken. Ich finde, wo ist meine Ende von Faden. Mach mal zusammen. Und ich stricke weiter meine Körperteil. So, meine Liebe, Sie brauchen nicht mehr meine Hilfe. Sie stricken dann so lang, wie lang Sie brauchen, Ihre Körperteil, wie Sie wollen, ja, wie lang Sie wollen. Und natürlich, wenn Sie haben welche Fragen, dann fragen Sie mich bitte im Kommentar. Ich würde dann alles erzählen. Und noch was ich wollte sagen, wegen diese Farbe für Laufgarn, ja, Cake. Dass manchmal sie fragen immer, wie viel Gramm habe ich benutzt. So, ich muss sagen, hier wir haben 200 Gramm, 200 Gramm, 512 Meter. So, das alles, was ich nutze für meine Hayward. Wenn Sie stricken natürlich und Sie wollen mehr lange Hayward haben, dann Sie brauchen noch eine Knolle dazu. Wenn Sie stricken L und XL, das ist selbstverständlich. Sie brauchen zwei Stück. Sie brauchen dann 400 Gramm. Okay? So, aber jetzt, ich wünsche euch alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ihre Strickmama. Tschüss.